Ja, Herr Professor. Selbstverständlich, die Vorlesung heute Morgen. Ja, ja. Ich bin schon vor Ort. Natürlich, der Vorlesungssaal ist vorbereitet, selbstverständlich. Der Vorlesungssaal ist doch vorbereitet, oder? Ich dachte, das wäre morgen. Nein, heute. Das, Herr Professor, ja, natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Alles klar. In einer Minute. Bis gleich. Ja, heute oder morgen? Ja, heute Morgen. Das heißt jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich komm gleich. Herzlich willkommen zur Kinderuni. Ihr fragt euch vielleicht, was unter diesem roten Tuch ist. Das ist unser heutiges Thema. Mein Name ist Bernhard Schöllkopf. Ich forsche am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme. Und ich interessiere mich dafür, wie Maschinen lernen können. Und ich habe mich schon immer für Naturwissenschaften interessiert, schon als Kind. Und als Kind habe ich so ausgesehen. Aber bevor wir jetzt loslegen mit der Vorlesung, zeige ich euch erstmal das Max-Planck-Institut. Kommt einfach mal mit. Bernhard Schöllkopf arbeitet in einem sehr modernen Gebäude in Tübingen, dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme. In dem Gebäude hat man einen tollen Ausblick auf die Schwäbische Alb. Es gibt große unterirdische Hallen mit Robotern und Körperscannern darin, aber auch gemütliche Sofas und Büros mit vielen Rechnern darin. Was es auch gibt, sind Tafeln, wie in der Schule. Im Max-Planck-Institut reichen sie vom Boden bis zur Decke, weil die Forscher viel Platz zum Schreiben brauchen. Vor allem, wenn sie mit Kollegen über ihre Formeln diskutieren. Schöllkopf ist Direktor am Max-Planck-Institut. Er leitet eine Abteilung, die einen ziemlich komplizierten Namen trägt. Abteilung für empirische Inferenz. Fragt man den Professor, was das bedeutet, empirische Inferenz, dann sagt er: Also empirische Inferenz ist das Schlussfolgern aus Beobachtungsdaten. Also wir sehen etwas in der Wirklichkeit und wir wollen daraus irgendein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit folgern, die auch in Zukunft noch gilt. Schöllkopfs Team beschäftigt sich unter anderem mit Robotern, zum Beispiel einem, der Tischtennis spielen kann. 100% treffsicher ist er jedoch noch nicht. 77% der Bälle trifft er. Das können die meisten Menschen noch besser. Trotzdem ist es beeindruckend, wie viel unsere Roboter mittlerweile können. Bevor der Roboter aber überhaupt etwas treffen kann, muss er erst einmal wissen, was er treffen muss. Dazu muss er lange trainieren, und zwar virtuell. Dem Roboter werden als Training unglaublich viele zuvor aufgezeichnete Flugbahnen von echten Bällen gezeigt. Daraus kann er lernen, wie sich ein Ball verhält, wenn er auf ihn zukommt und zu welchem Zeitpunkt er ausholen und zuschlagen muss. Reinforcement Learning ist verstärkendes Lernen. Das heißt, ein System, ein intelligentes System führt irgendwelche Handlungen durch. Und wenn diese Handlung erfolgreich ist, dann wird die Handlung verstärkt. Und wenn sie nicht erfolgreich ist, dann wird sie abgeschwächt. Und im Laufe der Zeit
Wenn also das, was erfolgreich ist, immer weiter verstärkt wird, wird dadurch dieses System oder dieser Agent oder diese Maschine immer erfolgreicher sich verhalten können. Die Forscher im Max-Planck-Institut arbeiten daran, diese Algorithmen immer besser zu machen. Natürlich nicht, damit Roboter später gute Tischtennisspieler werden, sondern damit sie später zum Beispiel kompliziertere Aufgaben des Alltags übernehmen können. Viele kluge Leute arbeiten zusammen an Lösungen, um zum Beispiel einen Roboter einen Würfel greifen zu lassen oder eben Tischtennis zu spielen. Das klingt alles für uns sehr einfach. Für einen Roboter ist es jedoch sehr herausfordernd. Nur dank der künstlichen Intelligenz ist es möglich, dass Roboter selbstständig solche Aufgaben erledigen können. Also alles, was Menschen machen und was Intelligenz braucht, kann man im Prinzip versuchen, mit künstlicher Intelligenz zu machen. Also zum Beispiel kann man versuchen, Medizin, Diagnosen zu stellen. Man kann versuchen, Auto zu fahren mit künstlicher Intelligenz. Man kann aber auch wissenschaftliche Daten analysieren, zum Beispiel in der Astronomie. Also alles, was Menschen machen, versuchen wir auch mit Computern zu machen. Der Wissenschaftler kennt sich gut aus mit künstlicher Intelligenz. Er ist einer der besten KI-Forscher der Welt, Mitbegründer des Cyber Valley in Baden-Württemberg. Eigentlich sollte ich wohl Maurermeister werden, aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen aus der Art geschlagen. Die Eltern merkten bald, dass ihr Sohn den Baubetrieb des Vaters wohl nicht übernehmen würde. Dazu war er einfach zu gut in der Schule. Er studierte schon als Kind mit großer Leidenschaft das Universum und beobachtete mit einem Teleskop die Sterne. Ja, hatte ich als Kind so ein Lexikon und die Seiten, die mich am meisten fasziniert haben, waren die zu unserem Planetensystem. Also alles, was mit dem Weltall zu tun hatte, hat mich fasziniert und auch die Star Wars Filme fand ich fantastisch. Und nicht so sehr wegen der Schlachten im Weltraum, sondern eher die verschiedenen Planeten und was da alles anders war. Und dann gab es die intelligenten Roboter, die mit den Menschen gesprochen haben. Diese Zukunftstechnologie und die anderen Welten, das hat mich schon in den Bann gezogen. In seiner Arbeit am Max-Planck-Institut kann der Wissenschaftler heute alle seine Interessen vereinen. Mathe und Physik, Gehirnforschung und sogar Astronomie. Ja, wir bauen Computerprogramme, die lernen können, die aus Beobachtung lernen. Das sind zum Beispiel Computerprogramme, mit denen man nach bewohnbaren Planeten suchen kann, nach möglicherweise bewohnbaren Planeten suchen kann. Und Programmieren macht tatsächlich wirklich Spaß. Und alle, die hier arbeiten, programmieren gerne. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, dass jeder mal ausprobiert zu programmieren und mit Computern nicht nur Videospiele spielt, sondern selber welche programmiert. So, jetzt habt ihr ein bisschen kennengelernt, wo wir arbeiten, was wir machen. Und jetzt kommt die Vorlesung und ich erkläre euch, warum wir das alles machen und was uns eigentlich wissenschaftlich interessiert. Warum sind Computer dumm? Und warum sind Menschen intelligent? Warum sind Tiere intelligent? Was können wir machen, was intelligent ist? Und was wir Computer vielleicht beibringen sollten. Wir haben hier ganz verschiedene Beispiele. Einmal haben wir ein weißes Blutkörperchen, das durchs Blut schwimmt, durch unser Blut schwimmt und nebenher Jagd macht auf Bakterien. Dann haben wir einen Frosch, der versucht, ein Insekt zu fangen, aber leider daneben springt oder zum Glück für das Insekt. Dann haben wir Menschen, die machen etwas, das nennt sich Parkour. Sehr komplexe Bewegungen, wo wirklich jeder Schritt und jeder Griff sitzen muss. Und am Ende haben wir Menschen, die eine Form von kollektiver, also gemeinsamer Intelligenz zeigen und zusammen ein kompliziertes Musikstück aufführen. Wie weit sind wir eigentlich mit Computern und mit Robotern, die von Computern unterstützt werden? Welche Form von Intelligenz haben die eigentlich im Moment? Hier haben wir ein Video von der sogenannten DARPA Grand Challenge. Das ist schon ein paar Jahre alt. Und da sehen wir, was alles schiefgehen kann zurzeit. Das sind also alles Systeme, die wurden von vielen Wissenschaftlern und Ingenieuren zusammen entwickelt. Die haben da jahrelang daran gearbeitet, weil es ein Wettbewerb war. Jeder wollte gewinnen, haben diese sehr komplexen und teuren Roboter aufgebaut und haben ihnen Regeln einprogrammiert, wie sie sich bewegen sollen. Und dann stellt sich also raus, in dem Wettbewerb geht dann trotzdem sehr, sehr viel daneben. Und am Ende muss man dann sogar einen Roboter vielleicht auf der Trage abtransportieren. Die Maschinen sind also noch nicht so intelligent, wie wir es uns eigentlich vielleicht wünschen würden. Und um zu verstehen, warum das so ist, gehen wir ein paar Jahre zurück. Und zwar in die Mitte des 20. Jahrhunderts, wo ihr alle noch gar nicht geboren wart, wo vielleicht eure Eltern auch noch nicht geboren waren. Denn dort hat es angefangen mit der künstlichen Intelligenz. Und dort hat es auch angefangen mit der Informatik, also mit der Disziplin, die der künstlichen Intelligenz
zugrunde liegt. Und der wesentliche Schritt für die Entwicklung dieses Feldes war, also es hat sich ja, die Informatik beschäftigt sich mit Computern. Computer ist einfach das englische Wort für Rechner. Das heißt, zunächst mal geht es darum, das sind Maschinen, die rechnen können. Rechnen, das kennt ihr alle, rechnen heißt zum Beispiel Zahlen addieren, Zahlen multiplizieren. Die können also mit Zahlen umgehen, aber eine wesentliche Einsicht, die eigentlich zur Gründung dieser Informatik geführt hat, war, dass Computer mehr können als nur mit Zahlen rechnen. Computer können auch mit Symbolen rechnen. Was sind denn Symbole? Symbole sind eigentlich, also Zahlen sind auch eine Art von Symbolen, aber Symbole könnten zum Beispiel auch sein, eine Schachfigur. Also könnte sein, eine Dame ist ein Symbol und die könnte auf dem Feld, ich weiß nicht, C4 auf dem Schachbrett stehen. Und man könnte sich also nun Rechenvorschriften ausdenken, die nicht mit Zahlen operieren, sondern eben mit Schachfiguren und sagen, diese Schachfigur geht jetzt von diesem Feld auf dieses andere und schlägt dann diese andere Figur etc. und damit rechnen. Und das Erstaunliche war nun, dass das natürlich ein viel, viel breiteres Feld ist und damit kann man zum Beispiel auch dann vielleicht ein Textverarbeitungssystem bauen, das auf dem Computer läuft, wo man dann mit verschiedenen Textzeichen operiert statt mit Zahlen. Und diese Einsicht war also so weitreichend, dass sie das ganze Feld begründet hat. Und die Einsicht war so erfolgreich damals, dass die Leute dann irgendwann dachten, dass Intelligenz bei Menschen und Tieren sich eigentlich auch auf diese Manipulation, also dieses Verarbeiten von Symbolen, reduzieren lässt. Die Leute meinten also, wenn wir uns nur die richtigen Algorithmen überlegen. Was ist ein Algorithmus? Algorithmus ist eine Vorschrift von Rechenschritten, könnte man sagen. Rechenschritten in diesem allgemeinen Sinn, also dass diese Schritte nicht nur mit Zahlen umgehen, sondern auch mit Symbolen. Also wenn die Leute sich nur die richtigen Rechenschritte oder richtigen Algorithmen ausdenken, die mit Symbolen arbeiten, dann könnten wir dadurch intelligentes Verhalten erzeugen und im Prinzip alles machen, was Menschen auch können. Und genau das hat also der Begründer des Feldes dann in den 50er Jahren vorausgesagt. Er meinte, innerhalb von 20 Jahren werden Computer alles können, was Menschen können. Ja, kannst du das auch, Computer? Das war ein schlauer Mensch, der das vorausgesagt hat. Das war Herb Simon. Er hat sowohl den Nobelpreis gewonnen als auch einen Turing-Preis. Der Turing-Preis ist sowas wie der Nobelpreis in der Informatik. Er war also eigentlich der klügste Mensch damals, der das sich überlegen konnte oder voraussagen konnte. Und trotzdem hatte er nicht recht. Also es hat nicht funktioniert, dass innerhalb von 20 Jahren alles, was ein Mensch tun kann, plötzlich von Computern gemacht wurde. Aber für manche Dinge hat es doch funktioniert. Zwar vielleicht nicht in 20 Jahren, aber in 40 Jahren. Und zwar hat es funktioniert für das Schachspielen. Es war tatsächlich so, dass ungefähr 40 Jahre, nachdem Herb Simon das gesagt hatte, ein Schachcomputer. Aber das ist doch gar kein Computer. Ja, der Computer, das ist das Erstaunliche, den sieht man hier auf dem Bild überhaupt nicht. Und da komme ich gleich noch mal darauf zurück, warum man den hier nicht sieht. Also dieser Computer ist nämlich so, der kann sich sehr, sehr gut, der heißt Deep Blue. Der war sehr schlau und konnte sich sehr gut überlegen, wie die Schachfiguren bewegt werden müssen, um den Menschen zu schlagen. Aber er konnte die Schachfiguren überhaupt nicht sehen und auch nicht bewegen. Das heißt, er braucht den Handlanger, das ist der Mensch, der auf der einen Seite sitzt und der einen Bildschirm neben sich hat. Der Bildschirm zeigt ihm an, was der Computer eigentlich an Bewegungen vorschlägt und der Mensch muss sie dann ausführen. Also ist nur ein Handlanger des Computers. Und der Computer konnte dann den Schachweltmeister schlagen. Und wie hat der Computer das geschafft? Der Computer hat es eigentlich gemacht mit, auf Englisch sagt man mit Brute Force, Deutsch würde man sagen mit roher Gewalt, indem er einfach versucht hat, alle Möglichkeiten vorauszuberechnen. Und zwar ist es ja so, wenn man Schach spielt, man fängt an mit einem Schachbrett, da steht eine bestimmte Anzahl von Figuren drauf und jede Figur hat bestimmte Möglichkeiten, manche sind vielleicht blockiert, manche können sich bewegen. Und dann kann man sich überlegen, im ersten Schritt gibt es zum Beispiel 20 Möglichkeiten, was gemacht werden könnte. Und wenn man dann diesen Schritt, eine dieser Möglichkeiten gewählt hat, dann gibt es wieder neue Möglichkeiten, vielleicht wieder 20. Und im nächsten Schritt gibt es dann vielleicht wieder 20 Möglichkeiten, vielleicht auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem, wie die Figuren stehen. Aber so ungefähr ist es so, dass in jedem Schritt 20 Möglichkeiten dazukommen. Das heißt, wenn wir 10 Schritte machen, haben wir schon 20 mal 20 mal 20 und so weiter 10 Mal hintereinander
an verschiedenen Möglichkeiten, was alles passieren könnte insgesamt. Man nennt diese Zahl 20 hoch 10. Und nach 20 Schritten sind es 20 hoch 20. Und diese Zahl wird sehr schnell astronomisch groß. Was heißt denn dieses hoch? Also es ist so, in jedem Schritt haben wir als Ausgangspunkt alles, was vorher schon passiert ist. Und egal, was vorher passiert ist, in jeder dieser Möglichkeiten haben wir dann wieder 20 neue. Das heißt, es ist dann 20 mal 20. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ist es 20 mal 20 mal 20 und so weiter. Es wird also sehr, sehr groß und ein Mensch kann diese Möglichkeiten nicht alle vorausrechnen. Und ein Schachweltmeister wie Kasparow, die Kunst dieses Menschen besteht gerade darin, nur die Möglichkeiten vorauszurechnen, die er für sinnvoll hält. Und der spielt ja nur ein paar wenige Möglichkeiten im Kopf durch. Und deshalb kann er so gut Schach spielen. Aber wenn ein Computer weit genug vorausrechnen kann und einfach alles dumm durchrechnet, ist er eben besser als ein Mensch. Und dieser Punkt war zu dieser Zeit erreicht. Da waren die Computer groß genug, um das zu schaffen. Was aber eigentlich viel schwieriger ist als das Schachspielen, ist das Erkennen und Greifen der Schachfigur. Und es ist eigentlich paradox. Also das, was uns vorher einfach erschien, das Erkennen und Greifen ist schwierig. Und das, was uns schwierig erschien, das Schachspielen, ist einfach für den Computer. Also für den Computer ist es genau umgekehrt wie für uns Menschen. Und das ist ein Paradox. Das hat sogar einen Namen. Das ist Moravecs-Paradox. Kann der Computer das denn inzwischen? Inzwischen kann der Computer das besser. Wir haben inzwischen ein System gebaut. Das war vielleicht 5 Jahre danach. Wie man mit einem Roboterarm Schachfiguren tatsächlich greifen und bewegen kann. Und dieser Roboterarm ist an eine Kamera gekoppelt. Das heißt, der muss tatsächlich sehen, wo sind die Figuren und wie kann ich die greifen. Und das Sehen ist nun erstaunlich schwierig für Computer. Kann der Computer denn einen Apfel sehen? Apfel, also jeder von uns kann natürlich einen Apfel erkennen. Das kann schon ein kleines Kind. Aber für einen Roboter oder für einen Computer ist der Apfel erstmal nichts anderes als eine Folge von Einsen und Nullen. Und dann muss der irgendwie in diesen Zahlen erkennen, ob es jetzt ein Apfel ist oder was anderes. Und das ist schwierig. Und die Frage ist nun, wie kommt man denn von den Zahlen zur Wahrnehmung, also zu der Wahrnehmung des Apfels? Und ist es denn so, dass die Wahrnehmung eine Funktion dieser Zahlen ist? Funktion hieße, wann immer wir die gleichen Zahlen sehen, nehmen wir das Gleiche wahr. Und das kann man nun auch mal überlegen, ob das denn beim Menschen so ist. Ist denn Wahrnehmung so etwas Einfaches, dass es einfach eine Abbildung dessen ist, was außen in der Welt ist, in unserem Kopf? Und die Antwort ist, es ist leider komplizierter als das. Und das kann man nun an einem Beispiel visualisieren. Dieses Beispiel ist es so, ihr schaut auf das Kreuz und immer ganz genau auf dieses Kreuz für eine Weile. Und links ist rot und rechts ist grün und immer schön auf das Kreuz gucken, dass das Rot und das Grün immer auf die gleiche Stelle in eurem Auge fällt. Und wenn ich dann weitergehe, dann seht ihr so einen Nacheffekt. Dann seht ihr Farben links und rechts, die in Wirklichkeit überhaupt nicht da sind. Denn links und rechts ist es nur grau. Das heißt also, obwohl nur grau reinkommt, habt ihr was gesehen für eine Zeit lang in eurem Kopf. Und das ist nur in eurem Kopf entstanden und konstruiert worden. Das heißt, die Wahrnehmung ist was viel komplizierteres als eine Funktion. Und wozu ist das gut? Das ist tatsächlich nützlich. Und zwar ist es so, dass es in Wirklichkeit zum Beispiel einen Apfel, den ihr euch morgens anguckt, im morgendlichen Licht, morgens ist ja die Sonne so ein bisschen rot, und einen Apfel, den ihr um die Mittagszeit anguckt, wenn die Sonne hoch steht, dann ist das Sonnenlicht viel kälter als morgens. Der sieht für euch gleich aus. Aber in Wirklichkeit sieht der Apfel völlig anders aus. Also für einen Computer oder für einen Roboter würde der Apfel morgens und um die Mittagszeit völlig anders aussehen. Das heißt, ihr habt einen komplizierten Mechanismus im Gehirn, der dafür sorgt, dass der Apfel für euch gleich aussieht. Und das heißt zum Beispiel, dass ihr, egal ob es jetzt morgens ist oder ob es Mittagszeit ist, könnt ihr entscheiden, ob der Apfel reif ist, ob man den essen kann oder ob er unreif ist. Und ein Computer oder ein Roboter müsste sowas erstmal mit komplizierten Methoden einprogrammiert bekommen, wie man das macht. Man kann nun diese Komplexität der Wahrnehmung auch noch mal einem zweiten Beispiel zeigen. Das ist das Beispiel der Veränderungsblindheit. Man zeigt hier unterschiedliche Bilder hintereinander, auf denen sich immer von einem Bild zum anderen kleine Details verändern. Und wahrscheinlich, da waren jetzt mindestens 5 Veränderungen in diesen Bildern und ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Die meisten Leute sehen überhaupt keine davon.
Und das liegt daran, dass unsere Wahrnehmung sehr selektiv ist und sich nur manche Sachen anguckt und gar nicht ständig die ganze Welt wahrnimmt. Und wenn ich kann euch das zeigen, indem ich das Gleiche nochmal zeige, aber vorher sage, wo die Veränderungen sind. Man sieht also zum Beispiel, dass da ein Gebäude im Hintergrund erscheint und verschwindet. Und dann ein Ast oben, der auch erscheint und verschwindet. Und jetzt ist es plötzlich offensichtlich und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ihr das vorher nicht schon gesehen habt. Und Wahrnehmung ist also etwas sehr Komplexes und Schwieriges. Und deshalb ist es auch schwierig, die Computer und Roboter dazu zu bringen, richtig wahrzunehmen. Und es hat uns dann nochmal 15 Jahre gedauert, bis wir so weit waren, dass zum Beispiel dieser Roboter diesen Tischtennisball, der über den Tisch fliegt, verlässlich wahrnehmen konnte und ihn dann zurückschlagen kann. Hier ist noch ein zweites Beispiel, was die Roboter heutzutage können, auch bei uns aus dem Labor. In dem Fall ist es ein Roboter, der erstmal eine menschliche Bewegung imitiert. Also wir haben hier eine Doktorandin, die mit diesem Roboterarm, dieses japanische Spiel, das heißt Kendama, spielt. Da ist also ein Ball, den man mit dem Hütchen auffangen muss. Und der Roboter versucht nun im Laufe der Zeit seine Bewegung so zu verändern, dass der Ball immer dichter zu dem Hütchen runterfällt. Also dass das Hütchen immer dichter an den Ball rankommt. Und irgendwann, nach vielleicht 100 Versuchen, kann der Roboter das. Und er kann das dann auch relativ verlässlich. Also ein Mensch braucht auch vielleicht 100 Versuche, um das hinzukriegen. Aber wenn ihr das dann ein zweites Mal machen wollt, dann müsst ihr wieder neu probieren. Während der Roboter, der kann das dann relativ verlässlich. Wie kann der das denn? Der Roboter kann das deshalb, weil Roboter inzwischen lernen können. Die sind nicht mehr fest programmiert nach Regeln, sondern Roboter können lernen. Und das Lernen ist nun eine Idee, die gibt es auch schon eine ganze Weile. Die Leute haben schon ungefähr zur gleichen Zeit, als die Informatik entstanden ist, als die künstliche Intelligenz entstanden ist, als die Leute meinten, man kann Intelligenz erzeugen, indem man feste Regeln einprogrammiert. Ungefähr zur gleichen Zeit hat Frank Rosenblatt, das war ein Psychologe, ein ganz anderes Modell vorgeschlagen, wie man Intelligenz erreichen könnte. Und zwar hat Rosenblatt gesagt, Intelligenz muss mit Lernen erreicht werden. Er hat gesagt, und das macht eigentlich auch für uns heute noch Sinn, er hat gesagt, das menschliche Gehirn oder die Gehirne von Tieren sind nicht nach festen Regeln programmiert, sondern die sind deshalb intelligent, weil sie lernen können. Frank Rosenblatt hat also 1957 diese Maschine vorgestellt und er nannte sie Perzeptron. Das ist aber ein komischer Name. Was bedeutet er denn? Perzeptron bedeutet eine Maschine zum Wahrnehmen. Das war ein Name, den er erfunden hat. Wahrnehmung ist Perzeption und Perzeptron war dann sozusagen die Wahrnehmungsmaschine. Und diese Maschine hatte dann sogar etwas, das nannte er Retina. Retina gibt es doch auch im Auge, oder? Genau, das ist also die Netzhaut im menschlichen Auge, die für die Wahrnehmung wichtig ist. Deshalb nannte er sie so. Und an der Stelle füttert er visuelle Muster hinein. Und dann hat die Maschine Gewichte, mit diesen Gewichten werden diese visuellen Muster verrechnet. Und der Witz an dem Ganzen ist nun, dass diese Gewichte adaptiv sind. Das heißt, die kann man verändern. Und die werden verändert durch einen Lernalgorithmus. Und der Lernalgorithmus funktioniert nun so, dass er zum Beispiel sagt, er hat zwei Klassen von Mustern, die er vorne reinfüttert. Und bei der einen Klasse soll eine bestimmte Ausgabe erzielt werden. Und bei der anderen Klasse soll eine andere Ausgabe rauskommen. Und dann misst er, wie sieht tatsächlich die Ausgabe aus. Und dann verändert er die Gewichte so, dass es immer im Laufe der Zeit immer besser wird und dass sie immer besser die Ausgaben produzieren. Dass man Gewichte in der Maschine hat, die sich verändern, die also adaptiv sind und die durch einen Lernalgorithmus verändert werden. Das ist eigentlich die Grundidee vom maschinellen Lernen. Und Rosenblatt hat damals schon gesagt, er glaubt, dass man damit irgendwann auch Menschen erkennen kann, Gesichter erkennen lassen kann, dass man vielleicht sogar Sprachen übersetzen kann. Und es hat ihm keiner geglaubt. Das war eigentlich Science Fiction damals. Und die Leute haben damals geglaubt, Intelligenz muss man erreichen durch Verarbeitung von Symbolen, indem man sich schlaue Regeln ausdenkt, wie diese Symbole verarbeitet werden. Die haben ihm das nicht abgenommen, dass er mit diesem komischen System und seinen Gewichten da irgendwas Sinnvolles wird lernen können. Und klappt das denn heute? Das Erstaunliche ist, Rosenblatt hatte recht. Also inzwischen wird künstliche Intelligenz eigentlich immer so gemacht, dass man sie lernt. Und ich zeige euch das an einem einfachen Beispiel. Das ist eine sogenannte Support-Vector-Maschine. Und in dieser Lernmaschine kann man nun Punkte anklicken. Punkte aus der einen Klasse, das sind die roten Punkte. Punkte aus einer anderen Klasse sind die blauen Punkte.
Und dann kann ich das System trainieren und dann wird eine Entscheidungsfunktion gelernt, die auch bei neuen Punkten, die man vorher noch nicht gesehen hat, sagen kann, ob die rot oder blau sein sollten. Und das ist nur ein einfaches Beispiel. Das sind sogenannte zweidimensionale Punkte. Jeder Punkt ist hier charakterisiert durch zwei Koordinaten. Also wird beschrieben durch zwei Koordinaten. Aber in Wirklichkeit, wenn man nun zum Beispiel Bilder erkennen will, so ein Bild hat ja Millionen von Pixel. Wenn euer Bildschirm, auf dem ihr das jetzt anguckt, der hat wahrscheinlich schon, wenn es ein HD-Bildschirm ist, dann hat er schon ungefähr 2 Millionen Pixel. Und wenn man so ein Bild erkennen will, dann arbeitet man nicht in einem zweidimensionalen Raum, sondern in einem 2-Millionen-dimensionalen Raum. Für die Mathematiker ist es völlig egal, ob die Eingaben zweidimensional sind oder 2-Millionen-dimensional. Man kann inzwischen auch mit solch hochdimensionalen Eingaben lernen, Muster zu erkennen. Könnte man sich das nicht auch im Straßenverkehr zunutze machen? Zum Beispiel beim autonomen Fahren. Das ist eine sehr gute Idee und genau das wird inzwischen gemacht. Also wir können inzwischen Systeme bauen, also wir können eine Kamera in so ein autonomes Auto einbauen und diese Systeme können dann sehr verlässlich erkennen, wo die anderen Autos sind, wo die Fußgänger sind, wo die Ampeln sind, wo die Verkehrsschilder sind und so weiter und die relativ gut erkennen. Wir können inzwischen Systeme bauen, Systeme trainieren, das sind große neuronale Netze, spezielle Lernmaschinen, die trainiert man auf tausenden unterschiedlicher Objekttypen und Millionen von Bildern, also viele Beispiele jedes Objekts. Und dann kann man doch erstaunlich gut, manchmal so gut wie Menschen erkennen, welches Objekt, zum Beispiel, ob eine Kuh auf diesem Bild ist. Woran erkennt denn der Computer, ob das eine Kuh ist? Das ist eine gute Frage. Woran erkennt er das? Also wir als Menschen würden das erkennen, indem wir auf die Kuh gucken. Aber der Computer, der weiß ja nicht, was eine Kuh ist. Der kann auf alles gucken, was irgendwie Informationen für ihn beinhaltet. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass in der Trainingsmenge die Kühe immer auf einer grünen Wiese stehen, dann könnte der Computer einfach auch auf die grüne Wiese gucken. Und dann ist für den Computer ist das Vorhandensein einer grünen Wiese ein Zeichen dafür, dass es eine Kuh sein könnte. Wenn wir dann aber Testbilder haben, die er vorher nicht gesehen hat, wo die Kuh nicht auf einer grünen Wiese steht, wo sie zum Beispiel am Strand steht oder am Meer steht, dann erkennt er die plötzlich nicht mehr. Wir haben hier also einen interessanten Unterschied zwischen der menschlichen Wahrnehmung und der Wahrnehmung des Computers. Der Mensch erkennt die Kuh, egal ob sie auf einer Wiese steht oder ob sie am Strand ist, während der Computer, wenn er in der Trainingsmenge die Kuh immer auf der Wiese gesehen hat, dann auf diese Korrelation hineinfällt. Was ist denn eine Korrelation? Also Korrelation hieße in dem Fall, dass in der Trainingsmenge das Vorhandensein der Kuh und das Vorhandensein einer Wiese oft gemeinsam vorkommt. Und der Computer lernt es dann, der lernt sozusagen dann zu erkennen, dass da eine Kuh da ist, unter Einbeziehung der Information, dass da eine Wiese da ist. Während ein Mensch würde jetzt nicht sagen, ich gucke auf die Wiese, um die Kuh zu erkennen. Das heißt, der Mensch würde sozusagen nicht die Korrelation verwenden, sondern die Kausalität. Und Kausalität, das muss ich jetzt ein bisschen genauer erklären, wie Kausalität und Korrelation überhaupt zusammenhängen. Und der erste Mensch, der das mal so richtig sich überlegt hat und verstanden hat, war Hans Reichenbach. Das war ein Philosoph, der aber irgendwann war er auch Professor für Physik und irgendwann zwischendrin war auch mal eine Zeit lang Professor in Stuttgart. Und der hat dieses sogenannte Prinzip der gemeinsamen Ursache vorgeschlagen. Und der hat gesagt, wann immer wir zwei Größen beobachten, die korreliert sind, also ein Beispiel von der Korrelation ist, die in den europäischen Ländern, wenn man sich diese Länder anguckt und jeweils misst, wie groß ist die Population, also wie viele Klapperstörche leben dort und wie hoch ist die menschliche Geburtenrate, dann sieht man, dass diese zwei Größen korreliert sind. Das heißt, je mehr Klapperstörche es dort gibt, desto höher die menschliche Geburtenrate, desto mehr Babys werden geboren. Und das hat sich Reichenbach nun überlegt, woran liegt es? Und Reichenbach hat gesagt, jede Korrelation muss eine kausale Erklärung haben. Das heißt, wenn wir nun sehen, Störche und Babys sind korreliert, dann könnte es sein, dass die Störche, im Prinzip könnte es sein, dass die Störche die Babys bringen. Das heißt also, die Störche die Babys verursachen, kausal.
Es könnte sein, dass die Babys die Störche beeinflussen, dass zum Beispiel das Geschrei der Babys die Störche anzieht. Es könnte aber auch sein, dass es was ganz anderes gibt, was beides beeinflusst. Also es könnte zum Beispiel sein, dass es bestimmte Eigenschaften von Ländern gibt, zum Beispiel wie industrialisiert ein Land ist, könnte einen Einfluss darauf haben, wie viele Störche es dort gibt. Es könnte aber auch gleichzeitig einen Einfluss darauf haben, wie viele Babys dort geboren werden. Und das könnte auch eine Korrelation erzeugen. Und diese drei Fälle kann man nun, wenn man nur Beobachtungen hat, eigentlich nicht so einfach auseinanderhalten. Und das ist ein kompliziertes Problem. Es ist so kompliziert, dass da ganze Bücher drüber geschrieben werden. Wir haben zum Beispiel auch eins drüber geschrieben. Und das Interessante ist nun, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Computer und wie man die Lernalgorithmen dazu bringen kann, dass sie nicht nur Korrelationen verwenden, sondern dass sie besser verstehen, was die Kausalität ist. Und wir haben eine solche Anwendung gemacht, und zwar in der Astronomie. Das ist eigentlich mein Lieblingsfeld. Ich wollte früher mal Astronom werden, aber das Tolle, wenn man künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen macht, dann kann man eigentlich es in jedem Bereich anwenden. Und so arbeiten wir jetzt auch mit Astronomen zusammen. Und in dem Fall war das auf Daten eines Weltraumteleskops. Das Teleskop hieß Kepler. Dieses Teleskop hat mehrere Jahre lang eine bestimmte Stelle bei uns in der Milchstraße beobachtet. Also wir haben, die Sonne ist irgendwo in der Milchstraße, und wenn man in eine Richtung guckt, sieht man eben bestimmte Sterne. Und das Teleskop hat mehrere hunderttausend Sterne in dieser Richtung sich genauer angeguckt. Warum hat man sich immer die gleiche Stelle angeschaut? Also man wollte immer die gleiche Stelle angucken, um dort nach Veränderungen zu suchen in den Sternen. Und diese Veränderung, wir suchen nun eine bestimmte Art von Veränderung, und zwar ist es ein kleiner Helligkeitsabfall, der vorkommt, wenn ein Exoplanet einen Teil seines Sternes bedeckt. Exoplaneten? Ich kenne nur die normalen Planeten. Exoplanet ist ein Planet, der um einen anderen Stern kreist. So wie unsere Planeten um die Sonne kreisen, gibt es eben bei anderen Sternen auch Planeten, die um die kreisen. Und wenn wir nun Glück haben und genau von der Seite auf so ein System drauf gucken, dann passiert das ab und zu. Sozusagen für die Erde würde es einmal im Jahr passieren, denn die Erde kreist einmal im Jahr um die Sonne. Passiert es, dass das Sternlicht ein kleines bisschen abgeschwächt wird. Ich habe es gesehen. Der Planet ist nun viel kleiner als sein Stern. Deshalb wird nur ein kleines bisschen verdeckt und nur ein kleines bisschen abgeschwächt. Deshalb ist es sehr schwer, diese Veränderung zu messen. Und deshalb müssen wir uns Hunderttausende von Sternen lang genug angucken, um diese Veränderung zu beobachten. Und wenn wir das nun machen, dann sehen wir was Interessantes. Und zwar ist es so, wir gucken uns also die Helligkeitsverläufe an von einem Stern zum Beispiel. Und dann sehen wir oder wir wissen, dieser Helligkeitsverlauf ist beeinflusst sowohl von dem tatsächlichen Stern und seinen Planeten und ob der jetzt gerade ihn bedeckt, als auch von dem Messinstrument. Denn das Messinstrument, also die Kamera, guckt zwar immer genau an die gleiche Stelle, aber manchmal wackelt sie doch ein bisschen hin und her. Und allein schon durch dieses Wackeln verändern sich die Helligkeiten. Und das Erstaunliche ist nun, wir messen ja hunderttausende Sterne gleichzeitig. Und wenn wir uns nun andere Sterne angucken, dann sehen wir oft, dass die Helligkeitsverläufe von unterschiedlichen Sternen sehr ähnlich sind, was eigentlich nicht sein kann, denn die Sterne sind Lichtjahre voneinander entfernt. Es gibt keine kausale Verbindung zwischen den beiden, die das erklären würde. Und die einzige mögliche Erklärung ist nun, dass beide mit dem gleichen Instrument gemessen werden. Und wenn das Instrument hin und her wackelt, dann wirkt es eben aus, sowohl auf den einen gemessenen Stern als auch auf den anderen. Und der Witz ist nun, dass wir versuchen können, alles, was diese Signale gemeinsam haben, herauszurechnen und zu entfernen und dadurch ein Signal zu bekommen, das viel genauer ist und tatsächlich den Stern und seinen Planeten misst. Und das haben wir nun gemacht. Und mit dieser Methode haben wir ungefähr 30 neue Exoplaneten entdeckt, zusammen mit Astronomen. Das waren zunächst mal nur Vorschläge. Wir haben nur gesagt, wir glauben, es sind Exoplaneten. Dann wurden diese Planeten von anderen Wissenschaftlern bestätigt. Die haben andere Messungen gemacht, mit denen man sich über andere Methoden genau die gleichen Sterne nochmal angeguckt hat. Und dann haben die Namen bekommen. Und einer dieser Exoplaneten, der hieß dann K2-18b. Ich habe mir den Namen am Anfang nicht gemerkt. Aber der war besonders interessant, weil er in einem Abstand zu seinem Stern war, der flüssiges Wasser
ermöglicht. Das ist die sogenannte habitable Zone. Das heißt, es ist nicht zu kalt. Wenn es zu kalt wäre, wäre alles gefroren. Es ist nicht zu heiß. Wenn es zu heiß wäre, wäre alles verdampft. Es ist gerade so, dass es im Prinzip Leben geben könnte. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick geben können, was wir so machen und warum das so aufregend ist, künstliche Intelligenz zu betreiben heute. Da haben viele Leute mitgearbeitet, zum Beispiel die ganzen Doktoranden und Studenten in meiner Arbeitsgruppe. Ich habe auch noch ein paar Links, auf die ihr klicken könnt und weitere Informationen euch anschauen könnt. Es gibt zum Beispiel auch einen Bundeswettbewerb für künstliche Intelligenz, wo man teilnehmen kann und tatsächlich solche Systeme selber trainieren kann. Ja, und sind Computer denn jetzt eigentlich schlau oder dumm? Also das war ja eigentlich die Frage, die wir beantworten in dem Vortrag. Und ich hoffe, ich konnte euch erklären, dass die Antwort gar nicht so einfach ist. Die Antwort hängt nämlich davon ab, um was es geht. Also Computer sind schlau bei allen Problemen, die sich einfach programmieren lassen. Also Programme zum Beispiel rechnen mit Zahlen oder rechnen mit Symbolen. Sowas wie Schach, da sind Computer sehr schlau. Sie sind zunächst mal relativ dumm bei Dingen, die man mühsam lernen muss. Aber wir haben inzwischen Lernalgorithmen. Und mit diesen Lernalgorithmen können wir die Computer trainieren, auch solche Dinge hinzubekommen, die man mit den einfachen Regeln nicht hinbekommen kann. Und dazu brauchen wir die Lernalgorithmen und wir brauchen Trainingsdaten. Und wir versuchen im Laufe der Zeit, diese Lernalgorithmen immer schlauer zu machen, insbesondere auch, dass diese Lernalgorithmen auch Kausalitäten entdecken können und nicht nur Korrelationen. Und so hoffen wir, dass wir irgendwann noch intelligentere Computer und Roboter bauen können. Und ich hoffe, dass euch das so interessiert hat, dass ihr vielleicht auch mal an sowas arbeiten wollt später. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Video zeigen. Das habe ich vor 15 Jahren gezeigt, als ich schon mal einen Vortrag in der Kinderuni gehalten habe zum gleichen Thema. Und das Video zeigt, wie mein Sohn, der war damals 3 Jahre alt, die Rutschbahn runterrutscht und dann zu mir rüberläuft und sich einen Apfel nimmt. Und damals habe ich gesagt, es gibt keinen Roboter auf der Welt, der das kann. Und jetzt nach 15 Jahren ist es immer noch so, dass es keinen Roboter auf der Welt gibt, der das kann. Aber vielleicht bekommt ihr das ja mal hin. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ich hätte mal eine Frage. Ich darf nie. Ja, wegen der Kinder, die sind dran. So, hallo und herzlich willkommen in der Live-Fragerunde. Mein Name ist Amelie Redmann und ich bin Teil der wissenschaftlichen Begleitung der Hector Kinderakademien. Und nach der spannenden Vorlesung, und wir haben ja jetzt viel gelernt zum maschinellen Lernen, seid jetzt ihr Kinder dran. Und ich werde euch nacheinander aufrufen. Als erstes darf die Emma ihre Frage stellen. Meine Frage lautet, wie funktioniert künstliche Intelligenz? Ja, vielen Dank, Emma. Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Also ich glaube, in dem Vortrag wurde irgendwie klar, dass es nicht immer gleich funktioniert. Manchmal sind es einfache Regeln, die man fest einprogrammiert, wie beim Schachspielen. Manchmal sind es Lernregeln, die dann angewendet werden auf Beobachtungen, aus denen dann der Computer automatisch eine Gesetzmäßigkeit lernt. Aber in beiden Fällen, im Endeffekt, funktioniert sie durch Rechnen, durch das geeignete Rechnen mit Computern. So, vielen Dank, Emma, für deine Frage. Als nächstes darf die Johanna ihre Frage stellen. Können Computer intelligenter werden als Menschen? Das ist eine gute Frage, Johanna. Also da denken viele Menschen drüber nach. Es gibt auch welche, die sich Sorgen darüber machen. Also es kommt darauf an, was die Computer machen. Also es gibt ja jetzt schon, man könnte sagen, im Schach sind Computer jetzt schon intelligenter als Menschen. Vor ein paar Jahren hat ein Computer auch den menschlichen Weltmeister im Go geschlagen. Das ist ein noch komplexeres Spiel. Also in solchen Problemen, die so begrenzt sind und wo man die Regeln aufschreiben kann, sind die Computer besser. Inzwischen sind die Computer auch sehr, sehr gut in der Objekterkennung und Gesichtserkennung, vielleicht genauso gut wie Menschen. Die Computer werden also, ich denke, das ist klar, die werden in vielen Dingen intelligenter sein als Menschen bald. Aber was die menschliche Intelligenz dadurch auch ausmacht, ist, dass sie viel flexibler ist. Also ein menschlicher Schachspieler, der spielt vielleicht nicht ganz so gut wie der Deep Blue, aber wenn das Spiel vorbei ist oder wenn es während des Spiels einen Feueralarm gibt, dann kann er aufstehen und rausgehen und sich in Sicherheit bringen. Und der Schachcomputer kann das nicht. Also das Beeindruckende an Menschen und an Tieren ist,
dass es eine sehr flexible Intelligenz ist und dass wir viele, viele verschiedene Dinge machen können und auch manchmal Wissen von einem Problem auf ein anderes übertragen können. Und da sind wir noch weit davon entfernt, dass Computer sowas können. Vielen Dank für die Frage und auch die Beantwortung von Ihnen, Professor Schöllkopf. Jetzt wäre die Gül an der Reihe mit ihrer Frage. Meine Frage ist, kann in der Zukunft, also können in der Zukunft Computer schwitzen? Ja, vielen Dank, Gül. Das ist auch eine interessante Frage. Schwitzen heißt ja, dass es so Schweißdrüsen gibt, die dann was, eine Flüssigkeit absondern. Also alles, was Menschen machen, hat ja eigentlich eine normalerweise eine biologische Funktion und das Schwitzen hilft uns vielleicht, wenn es uns zu heiß wird, dann schwitzen wir und dann haben wir Feuchtigkeit an der Oberfläche, die verdampft und bei der Verdampfen wird es dann kühler. Das heißt, ein Mechanismus, mit dem wir unsere Körpertemperatur regulieren, wenn es zu warm wird, denn unser Körper ist ja so aufgebaut, dass es eigentlich immer so um die 37 Grad warm sein sollte. Computer müssen auch gekühlt werden. Also wann immer irgendwo was gerechnet wird, ist eigentlich ganz egal, ob es im menschlichen Gehirn gerechnet wird oder im Computer, entsteht Wärme. Und im Moment ist es so, dass Computer entweder mit einem Lüfter gekühlt werden oder mit einer Wasserkühlung. Also man macht das im Moment bei Computern und Robotern nicht mit Schwitzen, aber man könnte es durchaus so machen. Also wenn man einen Roboter hat, wo jetzt vielleicht ein Computer drin ist, der viel Wärme produziert, und man will keinen Lüfter einbauen, um ihn zu kühlen und vielleicht auch keine Wasserkühlung mit einem komplizierten Wasserkreislauf, könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass man dann vielleicht einfach einen kleinen Wassertank hat und dass der, wenn der Computer zu warm wird, dass dann irgendwie so ein bisschen Wasser an der Oberfläche abgesondert wird, was dann verdampft. Das ist vielleicht eine interessante Idee, wie man zukünftig Computer kühlen könnte. Vielleicht musst du ein Patent anmelden. Super, vielen Dank. Sehr spannend, ob Computer irgendwann mal schwitzen werden. So, Kralian wäre der Nächste mit seiner Frage. Ich bin gespannt. Können Computer Sachen vergessen? Das ist auch eine gute Frage. Also Computer können Sachen vergessen, entweder wenn man in den Algorithmus, also in den Rechenvorschriften, das ausdrücklich reinschreibt. Der Computer könnte zum Beispiel merken, vielleicht hat er irgendwas gelernt in einem Zimmer und dann geht der Roboter in ein anderes Zimmer und dort ist die Beleuchtung anders oder dort kommen irgendwelche Objekte nicht mehr vor, die vorher vorgekommen waren. Also es könnte sein, dass irgendwas, was er vorher gelernt hat, nicht mehr nützlich ist. Dann könnte man sich vorstellen, dass man explizit ausdrücklich Regeln einbaut, dass ein Computer sowas vergisst. Ja, aber also es könnte, vergessen ist ja durchaus auch nützlich für Menschen. Also ich glaube, wenn wir uns alles merken könnten, dann würden vielleicht am Ende auch gar keine Gesetzmäßigkeiten in den Dingen sehen. Also das Lernen besteht ja nicht unbedingt darin, sich alles zu merken, sondern Lernen besteht darin, sich irgendwie Gesetzmäßigkeiten zu merken, die hinter den Dingen stecken. Und die merkt man sich dann und die kann man dann auf Neues anwenden. Das heißt, in diesem Sinne ist das Vergessen auch was Nützliches. Und wenn man einen Computer mit einer Lernregel trainiert und es kommen neue Lernbeispiele, neue Trainingsbeispiele rein, und die Alten, dann werden sozusagen die Alten auch dadurch im Laufe der Zeit verdrängt. Also wenn man irgendein Trainingsbeispiel, irgendein Muster sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat und vieles andere hinterher gesehen hat, also wenn ein Computer vieles andere hinterher gesehen hat, dann wird irgendwann dieses andere auch dadurch verdrängt und gewisserweise dadurch auch vergessen. Als Nächstes brennt Timur eine spannende Frage unter den Nägeln. Meine Frage lautet, gibt es Computer, also Roboter, die schlecht für die Umwelt sind? Das ist auch eine wichtige Frage, Timo. Man könnte erstmal sagen, dass eigentlich alle Computer erstmal schlecht für die Umwelt sind. Wenn sie einfach, den Computer brauchen Energie, um sie zu bauen, und Computer brauchen Strom, wenn sie laufen. Aber das ist natürlich eine sehr vereinfachte Antwort erstmal, denn es hängt natürlich davon ab, zum Beispiel mit welcher Art von Strom wir die Computer betreiben. Wenn wir die Computer mit Solarstrom betreiben, dann ist es natürlich viel besser, als wenn wir sie mit Strom betreiben, das aus einem Kohlekraftwerk stammt. Und wenn wir mit den Computern etwas berechnen, was dann dazu führt, dass wir Strom sparen können, wenn wir zum Beispiel Computer verwenden, um Systeme zu optimieren, dass sie weniger Energie verbrauchen, dann kann ein Computer, wenn er also richtig eingesetzt wird,
sogar gut für die Umwelt sein. Oder wenn ein Computer oder ein künstlich intelligentes System verwendet wird, um zum Beispiel zu optimieren, wie die Lastwagen ihre Ladungen abholen und wann sie wohin fahren, wenn es dazu führt, dass die weniger fahren müssen, um ihre Waren zu transportieren, dann wäre dieser Computer gut für die Umwelt. Also es hängt immer davon ab, was man damit macht. Super, vielen Dank für die Beantwortung. Ich hätte noch eine Frage aus dem parallelen Chat, der parallel zur Vorlesung gelaufen ist. Und die Frage lautet, wo kann die künstliche Intelligenz am meisten helfen? Also beim Autofahren oder im Krankenhaus oder genau. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht so richtig, wo sie überall am meisten helfen kann. Und es ist auch schwierig zu vergleichen. Ich denke, in der Medizin wird ein besonders wichtiges Feld für uns sein. Denn es ist ja so, im Moment werden wir von Ärzten behandelt. Ein Arzt schaut sich Patienten an, schaut sich vielleicht auch ein paar Messwerte an, nimmt vielleicht Blut ab oder hört die Lunge ab. Und dieser Arzt oder diese Ärztin hat dann im Lauf ihrer Ausbildung gelernt, wie die Gesetzmäßigkeiten so sind, welche Symptome zu welchen Krankheiten gehören und stellt dann eine Diagnose und schlägt eine Behandlung vor. Und wenn man sich nun vorstellt, dass man Systeme bauen könnte, die eben nicht nur 20 Jahre lang lernen, wie ein Arzt oder eine Ärztin, sondern die vielleicht das Wissen von Hunderttausenden von Medizinern versammeln, die vielleicht auch viel öfter seltene Krankheiten sehen, die ein normaler Arzt vielleicht nur einmal in der Karriere sieht, dann könnte man sich vorstellen, dass diese Systeme viel, viel genauer Diagnosen stellen können, Krankheiten früher erkennen, vielleicht auch bessere Behandlungen vorschlagen können. Also das wird auf jeden Fall ein Feld sein, das von der künstlichen Intelligenz sehr stark profitieren wird. Super, vielen Dank. Dann als nächstes darf Maxim seine Frage stellen. Eine Frage ist, es können Roboter Gefühle merken und zeigen? Ja, vielen Dank, Maxim. Das ist auch eine interessante Frage. Es ist so, dass Gefühle natürlich auch wichtig sind für Menschen. Alles, was Menschen haben, ist wahrscheinlich am Ende auch biologisch wichtig. Und Menschen entscheiden manchmal auf Basis von Gefühlen. Und Gefühle sind vielleicht auch wichtig dafür, wie sich Menschen zueinander verhalten, wie sich Gruppen von Menschen bilden, die dann dazu führen, dass die Menschen kooperieren und gemeinsam Dinge machen, die sie allein nicht machen könnten. Gefühle haben also eine wichtige Funktion. Und wenn Roboter mit Menschen kooperieren oder wenn Roboter untereinander kooperieren, könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann nützlich sein könnte, wenn Roboter so etwas wie Gefühle haben, so etwas wie Gefühle lernen. Und wenn sie die haben und wenn die wichtig sind in der Kommunikation mit Menschen oder mit anderen Robotern, dann wäre es auch wichtig, wenn die Roboter diese Gefühle auf eine Art und Weise darstellen, dass die Gegenseite das wahrnehmen kann. Also dass ein Roboter vielleicht, wenn er mit einem Mensch kommuniziert, wenn der Roboter keine Zeit hat und eigentlich etwas anderes einprogrammiert hat, was er jetzt noch machen muss, dass er vielleicht dann irgendwann zeigt, dass er jetzt ungeduldig wird, wenn der Mensch nicht fertig wird mit dem, was er vom Roboter haben will. Also man könnte sich durchaus vorstellen, dass sowas auch nützlich sein könnte. Spannend. Ich bin gespannt, wie ein ungeduldiger Roboter aussehen könnte. Als nächstes ist der Nico an der Reihe. Gibt es schon Roboter, die Arbeit von Menschen übernehmen? Ja, Nico, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt inzwischen ja viele Roboter, zum Beispiel Roboter, die Pakete verpacken. Also wenn du irgendwas beim Versandhandel einkaufst, dann wird es zum Teil schon von Robotern hin und her gefahren. Roboter, die Tätigkeiten übernehmen, die vielleicht für Menschen sehr schwer sind. Die Pakete könnten zum Beispiel sehr schwer sein. Oder es gibt inzwischen auch Roboter, die man einsetzen kann, wenn es irgendwo einen Unfall gibt. Stell dir vor, es gibt einen Unfall in einem chemischen Kraftwerk, ist vielleicht etwas Gefährliches ausgetreten. Ein Mensch kann gar nicht ohne weiteres rein oder vielleicht sogar Radioaktivität. Dann gibt es Roboter, die man dann da reinschicken kann und Sachen machen lassen kann. Und selbstfahrende Autos sind natürlich im Prinzip auch Roboter. Also so ein Auto
mit einem Computer drin, mit einem intelligenten Computer, der was gelernt hat, ist eigentlich eine Form von Robotern. Oder? Das ist halt ein Roboter ist mit Rädern, aber es gibt ja in Star Wars auch Roboter mit Rädern. Dieser Roboter übernimmt ja dann auch eine Aufgabe, die sonst ein Mensch gemacht hätte. Also ein Lastwagenfahrer fährt ein Auto, aber bei einem autonomen Lastwagen würde eben dann der Computer oder der Roboter das Fahren übernehmen. Als nächstes ist der Phileas dran mit seiner Frage. Also meine Frage wäre, würdest du sagen, ist, dass irgendwann mal Roboter Emotionen von Menschen erkennen, zum Beispiel Angst oder Gefahr, und dann richtig darauf reagieren, wenn irgendwas droht, irgendwas, ein Kran umkippt und ja. Ja, das glaube ich schon. Also es hängt alles davon ab, ob man die richtigen Trainingsdaten für die Roboter oder für die Computer sammeln kann. Also es gibt jetzt schon Systeme, also wenn man jetzt so einen Computer mit einer Kamera, vielleicht eingebaut in einen Roboter, trainieren würde auf vielen Beispielen von Menschen, die einen Gesichtsausdruck haben, der Angst zeigt, und aber auch Beispiele von Menschen, deren Gesichtsausdruck keine Angst zeigt, dann kann man jetzt schon lernen, Angst zu erkennen. Vielleicht geht es noch nicht ganz so gut, wie es Menschen können, aber im Prinzip hängt das alles nur davon ab, in dem Fall, wie viele Trainingsbeispiele man dem Computer zeigen kann. So, jetzt ist die liebe Alexandra dran mit ihrer Frage. Also ich wollte fragen, warum die Wahrnehmung für Computer schwieriger ist. Also die Wahrnehmung ist eigentlich sowohl für Computer als auch für Menschen schwierig. Nur merken wir Menschen gar nicht, wie schwierig die ist, weil wir eigentlich unser ganzes Leben auf nichts oder unser ganzes Leben gelernt haben, wahrzunehmen. Also das Sehen zu lernen ist was sehr, sehr Schwieriges. Babys können noch nicht so gut sehen wie Menschen später. Und es wird also im ganzen Leben weiter verbessert. Und irgendwann ist es für uns völlig selbstverständlich. Und wir können Dinge dann zum Beispiel den Apfel erkennen, egal wie die Beleuchtung aussieht. Computer, der lernt ja ganz anders als Mensch. Der wächst ja nicht in unserer Umgebung auf und lernt die ganze Zeit, sondern am Computer. Der wird irgendwann gebaut und dann sammelt jemand Trainingsbeispiele und versucht die dem sozusagen einzulernen. Und wenn man sozusagen bei Null anfangen muss, etwas zu lernen, dann merkt man erst, wie schwierig das eigentlich ist. Super, vielen Dank. Dann ist der Nächste der Jakob zu einer Frage. Also meine Frage wäre, ob Computer irgendwann mal es schaffen könnten, einen Text lesen zu können und aus ihm auch was zu lernen. Ja, Jakob, das ist auch eine gute Frage. Da sind wir schon dran. Also es gibt inzwischen auch, ich habe jetzt in der Vorlesung hauptsächlich über Bilderkennung und solche Sachen geredet, aber man kann das Gleiche natürlich auch auf Texte anwenden. Und man kann zum Beispiel, es gibt Systeme, die werden trainiert auf riesigen Textmengen. Also man muss sich vorstellen, man lädt da irgendwie das halbe Internet runter. Es gibt ja sehr, sehr viele Texte im Internet. Und versucht dann zum Beispiel immer gegeben einen Text vorherzusagen, was danach kommt. Und so kann man sich aus diesen Texten Trainingsbeispiele konstruieren. Und die Computer werden dann darauf trainiert, immer vorherzusagen, wie ein Text weitergeht zum Beispiel. Und diese Systeme sind dann hinterher schon erstaunlich gut. Und man kann sie dann auch noch weiter trainieren aus Trainingsbeispielen. Zum Beispiel einen Text zusammenzufassen, herauszufinden, was sind die wichtigen Teile im Text, vielleicht sogar aus dem Text zu lesen, was daraus folgt oder was jetzt die zentralen Aussagen sind. Es ist schon erstaunlich, wie weit man kommt mit solchen Trainingsbeispielen, ohne dass der Computer im eigentlichen Sinne, so wie wir einen Text verstehen oder zumindest wie wir uns vorstellen, dass wir einen Text verstehen, das vielleicht in der Form nicht kann, aber am Ende einfach nur Muster erkennt. Also es ist schon erstaunlich gut und es wird noch besser werden. Und wir können ja zum Beispiel auch schon sehr, sehr gut Texte übersetzen von einer Sprache in die andere. Also inzwischen fast so gut, wie Menschen das können. Und bis vor 10 oder 20 Jahren hätten die Leute noch gesagt, Übersetzung ist ein Problem, das ist so schwierig, das wird man eigentlich nur lösen können, wenn man wirklich einen Text so richtig versteht.
Dann darf noch die Annabelle eine Frage stellen. Meine Frage war, wer hat den ersten Roboter erfunden? Das ist eine schwierige Frage, Annabelle. Da habe ich wahrscheinlich gar keine gute Antwort drauf. Also es hängt wahrscheinlich immer davon ab, was man jetzt wirklich als Roboter bezeichnet. Es gab zum Beispiel, irgendwann gab es einen Schachcomputer, den nannten sie, glaube ich, den Türken. Und das war so eine Maschine, die Schach gespielt hat. Und mit der Maschine sind die Leute irgendwie über die Jahrmärkte gegangen und haben dann Wetten angeboten, um gegen menschliche Schachspieler zu spielen. Ich sah aus wie ein Roboter, könnte man sagen, natürlich ein sehr altmodischer Roboter aus heutiger Sicht. Aber innen drin war ein Mensch versteckt, der Schach spielen konnte. Das heißt, das Gehirn des Roboters war dann ein Mensch. Und ich glaube, es hat auch schon sehr, sehr lange Roboter gegeben in der Literatur, in Science Fiction. Haben die Leute schon sehr, sehr lange über Roboter nachgedacht. Zum Beispiel Isaac Asimov, einer der bekanntesten Science-Fiction-Schriftsteller, hatte zum Beispiel sogar Robotergesetze aufgestellt, hat sich überlegt, wenn in der Zukunft, wenn es mal Roboter gibt, an was für Regeln sollten die sich eigentlich halten, um mit Menschen zusammenleben zu können. Super, vielen Dank. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende von der Fragerunde angekommen. Jetzt dürfen Felix und Jasper noch die letzte Frage für heute stellen. Ich wollte fragen, ob es schon Roboter gibt, die bei der Militär arbeiten. Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Es ist natürlich so, alles, was Menschen so bauen und erfinden, lässt sich auf unterschiedliche Arten einsetzen. Und das ist natürlich auch bei der künstlichen Intelligenz so. Und es gibt auch schon Systeme, die vom Militär eingesetzt werden. Also die dann zum Beispiel schneller Dinge erkennen können oder so. Es ist also immer, wenn Technologie entwickelt wird, kann man sie für gute und schlechte Sachen einsetzen. Das ist im einfachsten Fall, wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt ein Messer hat, dann kann man damit ein Stück Brot schneiden oder man kann, wenn es ein Skalpell ist, jemanden operieren und sein Leben retten. Man kann aber auch jemanden damit erstechen. Und künstliche Intelligenz ist natürlich viel, viel komplexer als ein Messer. Aber auch künstliche Intelligenz kann in beide Richtungen verwendet werden, um Menschen zu helfen, aber auch um Menschen zu schaden. Und deshalb ist es wichtig, gerade weil es auch viel komplexer ist als ein Messer, ist es wichtig, zu verstehen, wie es denn wirklich funktioniert und um dafür zu sorgen, dass die künstliche Intelligenz so eingesetzt wird, wie wir uns das vorstellen, nämlich um das Leben besser und sicherer zu machen. Vielen Dank für die spannende Abschlussfrage und die Beantwortung der ganzen vielen Fragen aus der Fragerunde. Jetzt sind wir am Ende schon angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und für die vielen spannenden Fragen. Und was wäre die Kinderuni-Vorlesung ohne das Merkedicht von Helge Thun? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ein Computer, wie ihn jeder kennt, steht oft im Büro herum. Doch ist das Teil intelligent oder ist das Ding da dumm? Wenn es sich um Zahlen dreht, die man gut berechnen kann, oder um Symbole, dann braucht er nur einen Algorithmus, also Regeln. Sprich, womit muss ich rechnen, wenn ich rechnen soll? Und Regeln finden Rechner toll. Damit konnten sie schon ziemlich bald mit Brute Force, also roher Gewalt, durch Rechenpower, kann man sagen, den Menschen selbst im Schachspiel schlagen. Oder Schachfiguren, die da stehen, zu erkennen und zu sehen oder Umrisse und Schemen von einem Apfel wahrzunehmen. Das ist für den Rechner sehr viel schwerer. Doch dazu imstande wäre, könnte der Rechner selber lernen. Dann bräuchte er in einer fernen Zukunft, also heute, nur Trainingsdaten. Und wenn wir nur ein wenig warten, dann kann er aus Millionen Pixeln sich selbst ein Bild zusammenschnipseln und weiß, bin ich das oder du? Oder ist das nur eine Kuh? Die Frage ist, erkennt er diese Kuh auch ohne Wiese? Erkennt er sie, man ahnte schon, auch wenn die Kuh am Sandstrand steht? Wichtig ist statt Korrelation also auch die Kausalität.
der ursächliche Zusammenhang. Erkennt er das zusammen, dann kann er sogar selber lernen, auf Bildern von entfernten Sternen Planeten, die sich dort verstecken, trotz Kamerawackeln zu entdecken. Dann sagt der Rechner, du, ich sehe den K218b in der habitablen Zone. Ja, das kann ich auch. Halt nur nicht ohne fremde Hilfe. Sprich genauer, der Rechner ist wohl schlauer. Ja, wieder K.